Hallo Rapperson, ich bin wirklich sehr dement. Doch nie vergessen hab ich, wie man Gegner krass zerbängt. Also komme ich jetzt direkt mit der Gang und ab kann schon mal die ersten Award-Pokale senden. Hier sind sie wieder stramm wie drei Chorstunde-Schüler. Keine Favorite-Artist, aber Lieblingsvorrunden-Verlierer. Mit dem Style eines Gillette-Nassrasierer bügeln sie über alte Schusswunden rüber. Wir fliegen immer higher, higher, higher. Die meisten eurer MCs gehen nur noch auf die Eier. Euer Gesangsgulasch beim 10. Hören auch nicht geiler. Bin ich Rap-Schweinsteiger? Bist du ein Till Schweiger? Dankeschön. Wenn ihr denkt, ich sei für Rap zu nett, fragt doch mal eure kleinen Schwestern, wer sie deckt. Wir sind hier, um zu beweisen, wer der Chef ist. Du bist höchstens Johnny Depp, wenn Johnny mal weg ist. Ah, oh, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt. Ah, oh, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt. Wir schreiben das Jahr 2020 und die Welt liegt im Sterben. Die Menschheit ist gespalten zwischen Sein und Werden. Doch was ist der Plan für das absolute Seelenheil? Das VBT gibt's jetzt im Liga-Style. Yeah. Der richtige Weg zur Erleuchtung jedes Einzelnen ist ganz klar, sich auf Beats zu beleidigen. Dieser Schritt ist entscheidend, denn bei einem Tritt in die Fresse kann man halt keinen Abstand halten. Wir müssen klarkommen auf diese jetzigen Zeiten, also machen wir's zum Hobby, uns im Internet zu streiten. Jeder denkt, er hat den längsten und will ihn uns auch zeigen. Man bettelt sich nur darum, das Niveau zu unterschreiten. Manch einer, der kann Double Time und flext uns mit Links weg. Doch textlich klingt das eher nach dem Produkt eines Sins. Ihr performt auf dieser Plattform wie ein zugekokstes Clownskind. Wir sind wie Bombenleger, er skypt, wenn alle down sind. Ah, oh, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt. Ah, oh, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt. Ich komme mit der stockdementen Crew in dieses motherfucking 1 Battle, in welchem wir die Reimketten beleidigend einrappen. Uns zu haben kein Schnäppchen und ich bin sehr dominant und rede nicht von Keksen, wenn ich sage, das ist dein Plätzchen. Ah, oh, man, jetzt wird wieder mal herabgeschaut. Drehe mich um 180 Grad herum und kack darauf. Ignorant, aber ganz genau das, was du Bastard brauchst. Denn wir kommen mit eigene Beats und du mit Plastik-Sound. Geil wie Sau. Das sagt jeder, wenn er hört, dass wir dabei sind. Geistig schon im Rentenalter, biologisch nicht mal 30. Keine Ahnung, was das soll, wer du bist und wie ich heiße. Ja, wir sind vergesslich, doch vergessen nie, dass Stages diven. Gib mir ein psychiatrisches Konzil, denn ihr produziert nur Scheiße, aber davon ganz schön viel. Aber eure aussichtslose Lage lässt sich hier kaum einschätzen und wir beenden eure Lebensläufe im 1 Battle. Ah, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt. Ah, hier kommt The Man's The Gang. Boss aus dem Krankenhaus, bang, didi, bang. Jetzt wird gedisst, bis euch der Pillermazan schwillt oder euren Rap-Idolen der Zahnersatz rausfällt.